Video startet heute mal ein wenig anders. Warte, ich mach mal kurz das Licht an. So, jetzt kann man es, glaube ich, ein bisschen besser sehen. Wir fahren jetzt heute zur Baustelle. Nein, nicht mit der Harley, sondern mit dem Auto. Heute gehen nämlich unsere Bauarbeiten los, beziehungsweise die Erdarbeiten. Und wir machen heute mal kein Harley-Video, sondern einfach mal einen Hausbau-Vlog. Beziehungsweise einen Erdarbeiten-Vlog, wie auch immer. Ich bin hier gemeinsam mit Malte, meinem Sohn, unterwegs. Und ja, wir fahren jetzt erstmal zur Baustelle. Es ist jetzt 6.20 Uhr, um 7 Uhr geht's los, würde ich sagen. Bis gleich. Los geht's. Übelst pünktlich auf die Sekunde. Sind wir mal gespannt. Ich denke mal, der muss jetzt mal prüfen, wo jetzt gleich die Reise hingeht, ne? Wo wir alles abgesteckt haben und so weiter. So, mittlerweile ist es gut hell geworden. Jetzt geht's hier rund. Alter Schwede, die sind ganz schön schnell, die Kollegen. Ja, die sind so schnell, die Leute. Unglaublich. Also, es hat jetzt hier fast keine Stunde gedauert. Dann sieht das Ganze schon so aus. Da werden jetzt erstmal die ganzen Fundamente abgesteckt. Die Terrasse kommt halt dahinter, ne? Und ja, wir sind mal gespannt, was hier gleich der Vermesser sagt, ob wir das alles dann so wirklich tatsächlich machen können, ne? Das ist ja mal die Frage. Der ist schon echt ziemlich weit. Jetzt haben die Kollegen ja schon was vorbereitet. Und ja, jetzt können gleich schon die Vermesser kommen. Und dann werden wir mal sehen, wie das Ganze aussieht. So, jetzt sind die Vermesser da. Bis jetzt läuft alles glatt zumindest. Bis jetzt. Hoffentlich bleibt es auch so. Jetzt wird hier gerade vermessen. Eine wilde Sache, ey. Hier werden noch die letzten Restarbeiten gemacht. Nochmal ein bisschen was angepasst nach der ganzen Vermessung. Und dann ja, geht das rund. So, jetzt kommen hier die Feinarbeiten schon. Ey, die Jungs sind so schnell, unglaublich. Also an dieser Stelle schon mal danke auf jeden Fall an Mocek und Wichers. Das ist hier echt ein Top-Zusammenspiel. Wahnsinn. Da wird die Straße natürlich nochmal sauber gemacht, ist ja klar. Flatterband auch schon drum. Ja, wir kommen echt gut voran, das ist sehr windig. Das ist schon Wahnsinn. Die Erde wird noch weggeräumt jetzt und dann kommt morgen der Schotter. Das bleibt auf jeden Fall spannend. So, der zweite Tag. Es ist immer noch übelst dunkel, gerade 7 Uhr und ja, es geht schon wieder direkt weiter. Da unten kommt der LKW mit dem Schotter. Hier ist der Baggermann, der fängt jetzt auch wieder an. Unten ist schon ein Kollege, der einen Laser mit dabei hat. Also es geht wieder gut rund. Jetzt kommt der erste Schotter hier rein. Ja, und wieder muss man echt sagen, alle übelst pünktlich. Ne? Punkt 7 Uhr, alle sind da, sofort geht's los. Scheißegal, es ist wirklich sehr, sehr windig. Ich denke mal, das hört man auch in dem Video. Ja, 1A, top Männer, ehrlich. Dafür haben wir heute auch Kartoffelsuppe bestellt, Brötchen organisiert, damit die Jungs mal ein bisschen hier auch verwöhnt werden, weil das, was die hier leisten, ist schon echt eine ganz ordentliche Nummer. So, zweite Ladung kommt. Wir holen jetzt diesen Bauwagen hier ab, damit die Jungs, wenn es regnet und ein bisschen stürmisch ist, auch mal da vernünftig drin sitzen können. Weil es ist leider so, wir haben halt nur wirklich einen Fahrer für Schotter. Und da müssen wir jedes Mal irgendwie knapp eine Stunde warten. Und dann können die sich in der Zeit da reinsetzen und ja, was essen. Leider hat das mit dem Bauwagen nicht geklappt, der wurde komplett zugestellt. Das heißt, die Jungs müssen jetzt leider doch im Auto sitzen und essen. Aber dafür kommt ja später die Kartoffelsuppe. Ich denke, da werden sie sich trotzdem freuen, auch wenn es leider im Auto ist. Naja, so ist es halt. Oder im Bulli beziehungsweise. Kann man nichts machen.
Wie gesagt, wir haben jetzt nur einen Fahrer vom Schotter. Das heißt, wir müssen immer eine Stunde warten ungefähr. Naja, vielleicht machen wir gleich in der Zeit noch irgendwas anderes. Ist halt so, kann man nicht ändern. Ja, mittlerweile, wie man sieht, ist es am Schütten. Das ist natürlich echt recht bescheiden für alle. So, jetzt habe ich den Jungs gerade erstmal schöne Kartoffelsuppe besorgt. Vielen Dank an dieser Stelle auch an meine Schwiegereltern, die das bestellt haben, das Ganze. Jetzt ist noch was zu essen. So, für die Tür ist alles vorbereitet, Eisen rein. Wir kommen gut voran. Läuft. So, das ist jetzt das Fazit vom zweiten Tag. Wir haben wirklich gut aufgeschottert. Die Jungs sind echt top, muss man immer wieder betonen. Jetzt fängt es auch wieder an zu regnen, also wir hatten heute Nachmittag ein bisschen Glück. Am Montag geht es weiter. Da wird hier nochmal aufgeschüttet, das kommt das Carport. Und dann ja, geht's weiter. Das Schalenfundament fertig zu machen. Jetzt hier die Schalsteine drauf. Nochmal Eisen nachher rein. Und dann geht das weiter. Jetzt kommt da hinten noch Sand. Und dann sieht das Ganze schon gut aus. Toppi. Ja, aber das Wetter ist übelst geil. Es ist schön warm. Besser kann es für uns gar nicht laufen. Also wirklich kein Regen. Heute Morgen hat es mal ganz minimal ein bisschen genieselt. Aber alles easy. Die Jungs können gut arbeiten. Passt. Gestern gab es Currywurst. Heute hat es leider nur für Brötchen gereicht. Aber ich denke, das passt schon. Ich komme sofort. Mehr Spaten auch schon drin. Ja, es geht voran, wie man sieht. Hier geht's rund. So, jetzt kommt hier Sand rein. Das ist schon Wahnsinn, ne? Was in 5 Tagen so passieren kann. Respekt. Was wir natürlich jetzt uns noch für Gedanken machen müssen, ist halt bezüglich des Gartens. Ne? Hier machen wir jetzt noch Elsteine hin. Das ist direkt, das will ich direkt von Anfang an haben. Klar sind es Mehrkosten, aber ja, das macht einfach Sinn. Und hier müssen wir mal schauen, wie wir das jetzt bald angehen. Mal gucken. Das ist nämlich ziemlich hoch. Ich weiß nicht, ob das auf der Kamera so rüberkommt. Aber keine Ahnung. Da werden wir mal mit dem Nachbarn auch sprechen. Vielleicht machen wir da auch irgendwie recht hohe Elsteine rein. Ja, und machen das irgendwie in 2 Ebenen. Mal sehen. Mal sehen. Aber erst sind wir ja noch lange nicht so weit. Das werden wir dann im nächsten Jahr machen. Ja, ist schon krass. Ja Leute, Tag 5 neigt sich jetzt auch dem Ende. Ja, sieht sehr gut aus, würde ich sagen. Wir sind schon sehr weit. Sand liegt jetzt auch schon fast komplett drin. Also ja, ein bisschen mehr als die Hälfte. Da müssen wir ein bisschen was machen. Rohre auch soweit schon drin. Ja, dann geht es morgen schon weiter. Und mal gucken, mal sehen. Vielleicht Tag 7, dass schon Beton kommt. Einmal auffüllen. Passt doch. Es läuft, es läuft. So Leute, Tag 6. Ihr seht schon, die Dämmung ist schon drauf. Die Jungs sind echt flott. Es ist jetzt gleich 11.30 Uhr. Geht ab. Ja Leute, es geht weiter vorwärts. Die Dämmung ist jetzt drauf. Jetzt kommt eine Folie drauf und dann kommen schon die ersten Matten da drauf. Hier stehen bereits schon mal die L-Steine, die wir verwenden werden für das seitliche Abhängen, sonst rutscht uns irgendwann die Terrasse weg. Es bleibt spannend. Tag 6 ist auch erledigt. Ja, ist schon verrückt, wie schnell das geht. Ne? Jetzt sind mittlerweile die ganzen Gitter auch drauf. Ja, ist schon krass. Kann man sich kaum vorstellen. Am Anfang denkt man sich, okay, das wird eine halbe Ewigkeit dauern, so ein Fundament, das ganze Aufschottern, was hier auch echt gemacht wurde.
Da wurde ja echt wirklich viel aufgeschottert und viel weggenommen. Aber es sieht insgesamt wirklich hammermäßig aus. Also ich freue mich richtig. Morgen kommt der Beton. Und ja, dann ist der Tag 6 auch zu Ende. Und morgen geht es weiter mit Tag 7. Jetzt kommt der Beton. Hier soweit alles fertig. Ja, das ist jetzt das Fazit nach eigentlich ja, insgesamt 7 Tagen. Also der Beton ist drin, ist auch schon hart geworden. Also ja, wir sind, denke ich, in den 7 Tagen gut vorangekommen. Zumal hier halt auch echt, wie anfangs schon erwähnt in dem Video, gut aufgeschottert wurde, viel weggenommen wurde. Ja, ich denke, das kann sich sehen lassen. Und jetzt kommen noch hier kommt das Carport, wo ich gerade stehe. Da kommen noch die ganzen Punktfundamente hin, die fehlen natürlich noch. Regenanschluss muss noch gemacht werden. Und dann sind wir erstmal durch und dann kommt in 3 Wochen tatsächlich schon das Haus. Das ist total verrückt. Also ich werde auf jeden Fall jetzt im nächsten Video, werden wir gemeinsam zu Sukhfür fahren und werden uns da mal vor Ort alles anschauen, wie das Ganze dann vonstatten läuft. Da können wir auch dann quasi einmal uns das Ganze anschauen, unser Haus wirklich dann auch live anschauen, wie das in der Produktion da zusammengestellt wird. Das ist schon, finde ich, ziemlich cool. Das werden wir definitiv annehmen, das Angebot und ja. Ich denke, da werden wir doch ganz zufrieden sein insgesamt später. An die ganzen Leute, die jetzt denken, ich mache jetzt nur noch Hausvlog-Videos. Nein, alles gut. In Zukunft gibt es auch wieder Harley-Videos. Da kommen noch einige coole Sachen. Aber die will ich jetzt noch nicht verraten. Aber das ist natürlich auch ein Teil unseres Lebens gerade. Deswegen nehmen wir das halt auch mit auf. Hier kommt die Wärmepumpe hin. Da sind auch schon mal die Vorbereitungen gelaufen. Was wir jetzt noch machen müssen, ist die L-Steine, wie ich ja schon mal erwähnt habe, die werden dort hinten hingesetzt. Hier werden wir wahrscheinlich auch mit L-Steinen noch arbeiten. Mal sehen. Es ist noch nicht ganz klar, wie wir jetzt auch den Garten gestalten werden. Ja, mit der Hanglage, da müssen wir mal schauen. Das war uns aber vorher klar. Ich denke, wir werden das Ganze in zwei Ebenen machen, um halt einigermaßen gerade zu kommen. Mal sehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann würde ich sagen, bis die Tage, Leute. Tschüssi.